Benni, Derby-Sieger, du bist Doppeltorschütze. Was geht in dir vor? Ja, momentan unglaubliche Gefühle direkt nach dem Spiel. Bei mir kommt es natürlich nicht alle Tage vor, dass ich zwei Tore mache. Ich bin natürlich umso glücklicher, dass dann in so einem Spiel passiert, vor so einer Kulisse. Und wichtig war dann natürlich das 3-2 von Fabi Gekle, wo uns den Derby-Sieg beschert hat. Wie hast du die Tore gemacht oder wie sind sie gefallen? Das erste war ein Eckball, war glaube ich ein Querschläger von Mutschelbach. Der Ball wird in die Abwehr von dem Mutschelbacher, dann kriege man den Ball nochmal, wird flach reingespielt und ich versuche ihn halt irgendwie mit dem Fuß zu berühren, gehe natürlich glücklicherweise ins lange Eck. Und beim zweiten Tor war ein Freischuss. Normal sagt der Trainer zu mir, soll ich immer kurz laufen? Diesmal habe ich spekuliert, bin mal auf der langen Pfosten. Ja, gehört ein bisschen Glück dazu. Der Sieg war ja sicherlich schwierig heute. Ja, ist eine sehr starke Mannschaft, individuell richtig geile Spieler. Wir haben alles reingeworfen. Wir sind mit Sicherheit am Anfang, waren wir relativ gut im Spiel, haben dann nochmal umgestellt. Dann kam Mutschelbach besser, viel besser ins Spiel, haben dann auch verdient 1-0 geführt. Ja, in der zweiten Halbzeit, wir haben in der Kabine gesagt, das können wir so nicht machen. Wir müssen da rausgehen, alles geben. Ja, und es hat zum Glück gereicht. Worum ging es für euch heute? Ja, es ging um Karlsbad-Derby. Ne? Wir wollten das auf keinen Fall verlieren. Wir haben jetzt eine gute Rückrunde gespielt und wir wollten das Spiel auf keinen Fall verlieren. Das war das oberste Ziel. Natürlich, wenn ein Dreier rausspringt, ist natürlich umso schöner für uns. Letzte Frage. Ihr habt eine komische Regelung, was den Umgang mit Medien angeht. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Ja, ich hoffe, dass ich nicht in der BNN abgebildet bin, sonst kostet es mich wieder. Du wirst nicht in der BNN abgebildet, das ist nur das Interview für Fubar TV. Ja, ich muss da mal mit dem Trainer reden, wie ich da rauskomme aus der Geschichte. Noch ein paar Worte, wie es jetzt weitergeht, auch im nächsten Spiel? Ja, wir spielen jetzt gegen Bilfinger, glaube ich. Und wir hauen da genauso rein, wir wollen da gewinnen. Wir haben einen guten Lauf und wir versuchen dann, soweit es geht, fortzuführen. Benni, ich danke dir vielmals für das Interview, Gratulation nochmal und alles Gute. Dankeschön.